Spieglein, Spieglein an der Wand, was ist los in diesem Land? Wenn ich mir anlese oder anhöre, mit welcher Selbstsicherheit Leute wie Herbert Prantl oder mein ganz besonderer Freund, der mir so nah am Herzen liegt, Jakob Augstein, mit welcher Selbstsicherheit die über Trump schreiben. Verstehst du? Das ist so fantastisch, als würde ich einer Raumfahrtbehörde sagen, wie sie die Landung auf dem Mars organisieren soll. Und dieses Maß an Überheblichkeit, an Größenwahn, an Zumutung, irgendwie gefällt mir das. Ich neige ja auch dazu, aber natürlich nur bei kleineren Einheiten, nicht wahr? Wenn es darum gehen soll, welches Geschirr wir zu Hause kaufen. Und auch da habe ich keine Chance, mich durchzusetzen. Aber diese Jungs, die Prantls und die Augsteins, die machen Weltpolitik. Und wenn die sich mal so eine eigene Sendung oder so einen eigenen Text angucken, die fallen vor Lachen nicht um. Die nehmen sich selber ernst. Ich finde das so beneidenswert. Das zeugt von einer solchen manischen, pathologischen Selbstgerechtigkeit, dass ich von Neid grün anlaufe. Wirklich. Ich meine, heute ist ja alles relativ, nicht? Und ich warte auch darauf, dass die Mathematik postmodern wird, nicht? Zum Beispiel, es gibt seit kurzem die Ehe für alle. Und da, finde ich, könnte man sich ernsthaft überlegen, ob man nicht Mathematik für alle einführt, weißt du? Dann ist es eben nicht mehr so, wie es immer war, dass 2 mal 2 4 ist. Es könnte je nach Umständen auch 5,5 sein. Oder nur 3 1/4, je nachdem, wer mit wem was vereinbart. Es gibt so wunderbare Mickey Mouse und Fix und Foxy Filme, nicht? Wo du siehst, dass Lupo oder ein anderes Tier läuft und läuft und läuft, läuft wie ein Steg und dann hört der Steg auf und Lupo läuft immer noch, bis er merkt, es ist nichts mehr unter seinen Füßen und dann krach, stürzt er ab. Das ist die Situation unserer Politik. Die haben nichts mehr unter den Füßen, aber sie laufen weiter.